Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ja, und damit hallo und herzlich Warum willkommen. Bringst du mich nicht zurück zu Zurück. Marie? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Zu The Last of Us, das wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß nicht, warum man hier Waffe wechseln kann und dann trotzdem nichts anderes kommt. Aber egal, wir nehmen einfach mal die Waffe wieder. Wo wir, glaube ich, gar keinen Schuss mehr haben. Ich bin mir nicht sicher. Wir können hier hoch oder runter. Da ist nichts. Sieht mir ehrlich gesagt zu friedlich aus. Da können wir auch nochmal rum. Kann man das einsammeln? Oh ja. Da hätte ich früher drauf achten müssen. Okay. Haben wir das denn für... Oh, wir haben jetzt 50. Wir können endlich die maximale Gesundheit erhöhen. Ja. Und kriegen wieder einen Dämpfer, weil wir dann so viel weniger haben. Aber wozu haben wir jetzt gerade dieses Kraut bekommen? Das verstehe ich nicht so ganz. Das sind Schmetterlinge. Ist ja auch nochmal so ein Kraut, was man nehmen kann. Oh, hey, Kleine. Was, wie? Wer denn? Also ich sehe sonst nichts mehr. Keine Ahnung, warum man das jetzt mitnehmen konnte. Hier kommen wir vermutlich nicht durch, oder? Das war zu einfach. Nee, natürlich nicht. Es ist ja auch zu... Ich dachte schon, man kann das jetzt aufbrechen oder so, aber nein, kann man nicht. Ich denke, da müssen wir hoch. Also gucken wir hier nochmal. Hier ist nichts mehr am Blinken. Oh, hi! Kleines Häschen. Den meinte sie wahrscheinlich eben. Na gut. Okay, ich habe jetzt gedacht, vielleicht könnte man noch irgendwo eine... ja. Eine Pflanze mitnehmen, aber offenbar nicht. Dann gehen wir jetzt hier durch. Eine Hoffnung, dass wir endlich mal ein paar Minuten vielleicht Ruhe haben. Bin mir nicht sicher. Zumindest höre ich hier keine Leute. Ich denke mal, das wird abgeschlossen sein. Deswegen ist auch links der Baumstamm da. Ja, sieht man ja. Oh Mist. Aber wir sind ja, beziehungsweise ich bin ja eine Frau, ne? Frauen müssen ja immer alles mal anpacken. Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wow, da. Können wir hier hoch? Sieht so prädestiniert zum Hochklettern aus, okay. Oh. Ja. Das nehmen wir mal mit. Verbesserte Nahkampfwaffen töten Gegner mit einem Treffer, aber die Verbesserung ist nur begrenzt haltbar. Ah, okay. Ja. Rezept Nahkampfverbesserung. Ach, dann hätte ich die anderen Sachen doch mal mitnehmen sollen. Ja, ich hätte doch mal... Einen Baseballschläger hatten wir nicht, aber so ein Rohr, glaube ich, hatten wir mal gesehen. Wir hatten ja schon mal so Waffen gesehen. Können wir da rüber springen? Ist wahrscheinlich zu einfach, ne? Gibt es hier noch irgendwas, was wir hier noch einsammeln können? Nee, ne? Ne, sieht nicht danach aus. Ja, du sollst... Ich geh da mal hoch und sehe mich um. Nee, du sollst eigentlich runtergehen und dich umsehen. Danke. So, hier hinten ist wahrscheinlich nichts mehr, ne? Da ist nur... Ja, auch keine Tür und nichts. So, Frage ist jetzt... Mist. Ja, hier drüben geht's auch nicht. Oh, nu? Keine klugen Ratschläge oder so? Haben wir hier nicht irgendwo ein Brett vielleicht, was wir so quer... Ah! Gerade von gesprochen und schon habe ich es gesehen. Wieso habe ich das gerade nicht gesehen?
Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das jetzt da hoch? Oder reicht das, wenn ich das hier dran stelle, dass ich das dann gleich wieder... Ja, okay, das reicht. Dass ich das dann gleich hochziehen kann. Gut. Geh mal aus dem Weg, Ellie. Ich muss hier mal kurz hoch. Du kannst auch direkt mit hochkommen, weil wir kommen nämlich dann darüber. Nicht runterfallen, Jule. Nicht runterfallen. Kann ich hier? Ja. Ich wollte gerade sagen, kann ich überhaupt Y drücken, damit ich das platzieren kann? Ja, liegt sehr sicher mit den 2 Zentimetern, die es da drüber liegt. Haben wir hier noch irgendwas auf dem Dach? Weil das jetzt auf der einen Seite so schön... Bist du das, Bill? Wenn er sich selbst angefackelt hat, wahrscheinlich. Wo abgefackelt trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und er auch? Das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Okay, kommt man auch nirgendwo rein. Aber ist schon krass hier, ne? Man sieht hier, wie... Ja, einsturzgefährdet das Haus quasi ist. Oder dieser Schuppen oder was das sein soll. Ich meine, guckt euch mal diesen Riss an. Wir haben auch einen Riss im Keller nach irgendeinem schweren Erdbeben gehabt. Aber so extrem war der nie. So. Ich schaue mich hier natürlich wie immer mal etwas genauer um. Wir brauchen ja auch Munition. Das ist ja das Problem. Oh, hier ist was. Schere haben wir auch noch. Wobei die Schere, ich habe keine Ahnung, wofür die eigentlich ist. Weil die können wir auch mit nichts benutzen, habe ich so das Gefühl. Klinge. Ach, jetzt auf einmal steht die da drin. Aber wir haben doch schon mehr von den Scheren da eingesammelt. Okay. Na gut. Kann man das öffnen? Nee, ist abgeschlossen. Hier liegt auch nichts. Es ist blöd, man muss immer sehr genau hingucken. Ob da was liegt oder nicht. So, das sieht zu aus. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Hier scheint nichts zu sein. Oh, ein Mist. Habe ich jetzt gerade einen Klicker gehört? Oh. Oh, von wegen, hier ist nichts. Bleib zurück. Oh, scheiße. Und da unten ist auch nochmal einer. Oh, okay. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Da oben war jetzt keiner. Ich war mir zuerst nicht sicher, ob ich jetzt einen Klicker oder einen Frosch gehört habe, ehrlich gesagt. Aber... Können wir hier irgendwas sehen? Also der ist direkt unter uns, aber ich sehe jetzt so nichts, was uns jetzt weiterhelfen würde. Oh ja, danke, dass du mir aus dem Weg gehst. Ich dachte gerade schon, sie blockiert mich. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich ins Gebäude. Oder anders gesagt, ins Gebäude würde ich gerne gehen. Ist hier auch noch irgendwas? Aber das ist ja dahinter, ne? Da ist nur der eine. Ich weiß halt nicht, ob der uns hört, wenn wir hier draußen rumlaufen würden. Ich guck mal erstmal kurz hier. Was ist damit? Messer benutzen. Brechen die dann ab? Also wir haben jetzt 2 Messer. Ich hoffe nicht. Sag mir bitte, dass sie nicht abbrechen. Nein. Oh, verdammt. Aber wir kriegen hier Vorräte. Oh, und das nicht zu knapp. Sehr, sehr geil. Aber, also, vielleicht ist das ja immer so. Ich weiß es nicht. Ach, die Schrot ist voll. Wollt ihr mich denn hier verkackeiern? Hallo? Kann ich wenigstens? Ja, genau. Und das daneben, das ist beides Schrot? Nee, da zeigt mir das nur immer wieder an hier. Okay.
Ja, das ist jetzt wirklich doof. Moment, aber Messer können wir noch herstellen. Und ein Medipack können wir noch herstellen. Das ist jetzt für mich erstmal wichtig. Ich hoffe, dass der. Moment, nein, Joel, du sollst die Waffe wieder in die Hand nehmen. Das könnte von Vorteil sein. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Ah. Ja, toll, dann zeigt Nein, er das an. das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Ja, du hebst sie gleich hoch, Joel. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte gucken, ob wir. Oh, Moment, da hinten ist noch was. Ob wir da reinkommen. Ach, das ist nur eine Flasche. Ah ja, gut, okay. Flaschen brauche ich nicht, es sei denn, dass der. Ne, der steht immer noch so. Ich hoffe nicht, dass da unten irgendwas drin ist, was wir wirklich brauchen. Mach doch noch mehr Lärm. Das ist aber der. Der, den wir jetzt eben gesehen haben, oder? Ich weiß halt nicht, wie weit die Entfernung reicht, dass die einen hören können. Das ist immer so blöd. Deswegen schleiche ich jetzt gerade hier so ein bisschen rum. Was haben wir denn da gerade bekommen? Wie kann ich denn überhaupt. Jetzt haben wir eine neue Waffe bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt wechseln kann. Ich kann halt nur von links nach rechts wechseln. Aber sag mir bitte, dass ich die noch nicht habe. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Ja. Boah, das ist ja gut, dass ich ins Haus reingegangen bin. Wenn ich hier puste oder gleich am Husten bin oder am Keuchen, dann habe ich eine kleine Fliege verschluckt. Die schwirrt mir hier die ganze Zeit vor dem Mikro rum. Hier ist nichts außer dreckige Monitore. Aber Elli. Elli, sage ich schon. Ja, doch, Elli. Ich bin ja schon total durcheinander wegen Tess und so. Die kriecht hier auch so ganz komisch rum. Nein. Ich wollte da drauf drücken. Nee, okay, da haben wir nichts mehr. Okay. Okay, das wollte ich nur wissen. Das ist jetzt wieder für irgendwelche. Ach so, das sind diese, die wir sammeln, ne? Für die 50er. Hast du hier gerade so einen Lärm gemacht? Ja, es sind aber nur die beiden, so wie es aussieht. Ja, okay. Aber hier ist auch nichts mehr. Nee, gut. Da müssen wir dann natürlich auch nicht rausgehen. Elli, geh mir mal aus dem Weg, bitte. Wir gehen oben wieder raus. Weil, wenn wir die natürlich nicht machen müssen, dann möchte ich die auch nicht machen. Es sei denn, die rennen jetzt hinter uns her, aber ich will es doch mal nicht hoffen. So, Elli, dein Auftritt. Stell den Fuß drauf. Hör mal zu, du machst es nur auf, okay? Sonst nichts. Geh klar. Vorsicht, Vorsicht. Okay. Okay. Tada. Gut gemacht. Gut gemacht, ne? Und das in ihrem Alter. Ich meine, was war die, 12 oder so? Warte mal, ich tausche die mal eben. Dann kriege ich aber nicht das Rezept dafür, ne? Also, Na dein gut. Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Und geht die so in Deckung? Dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Wie kann ich jetzt dahin wechseln? Ich verstehe es nicht. Nach unten? Ja, nach unten aber auch nicht. Unten ist der Backstein. Links, rechts. Ach so, jetzt funktioniert das auf einmal. Wollt ihr mich veräppeln? Okay. Aber trotzdem, ich verstehe nicht. Wahrscheinlich wird der Nahkampf nur dann aktiviert, ja, wenn es soweit ist, sage ich mal.
Ist ja denn irgendwas, wo man was holen kann? Ich meine, hier sind jetzt so viele Möglichkeiten, in welche Richtung wir gehen können. Wobei wir natürlich auf die andere Seite gehen sollten. Okay. Mülltonnen. Hier oben ist auch nichts. Ich würde halt schon gerne noch irgendwie Munition oder sowas holen. Das sieht doch schick aus hier. War das ein Garten? Würde ich jetzt mal fast sagen, anhand der Gartenzwerge. Eins müssen wir mal kurz ausprobieren. Hey, ja, genau. Das wurde mir nämlich gesagt, dass es hier den Fotomodus unter Escape gibt. Den aktivieren wir mal eben schnell. Zoomen, Foto aufnehmen, R3. Ist das links? Nee. Sollte man meinen. Menü ausblenden, zack. Ach so, jetzt hat er das Foto aufgenommen. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Drücken wir mal P. Nee, P ist Fotomodus verlassen. Naja, gut. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ja, er hat jetzt ein Foto gemacht. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Ich würde es ja eher umgekehrt sagen. Ja, ist schon irgendwie seltsam. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Ah, da ist was. Ist schon irgendwie seltsam, wenn wir da mit ihr so rumlaufen und sie kennt so gar nichts, ne? Also sie ist ja immer irgendwie scheinbar wohlbehütet, weggesperrt worden, kennt die ganze Welt draußen nicht, wie sie früher war. Gut, sie ist natürlich in die Zombie-Zeit, in Anführungszeichen, reingeboren worden. Oh, das... Das war jetzt nicht so gut, aber wir haben auf jeden Fall viel einsammeln können. Können wir hier wieder irgendwas machen? Ne, es ist von jedem nur eins. Schade. Okay, ist das hier wieder? Ja, es ist sowas. Ach, die Pflanzen sind diese Zehner hier oben. Deswegen haben wir auf einmal auch mehr gehabt. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Okay. Aber den Lauschangriff sollten wir tatsächlich ein bisschen erweitern. Ich meine, klar, die Gesundheitsanzeige wäre auch gut. Mal eben gucken. Nicht, dass uns irgendwo was rausgeschossen kommt oder so. Ich weiß es ja nicht. Ellie, bist du noch da? Oder guckst du dir noch die Gartenzwerge an? Nee, sie ist noch da, okay. Ich dachte gerade schon. So, hier, das scheint alles aber ziemlich leer zu sein. Ja, keine Sorge, Ellie. Die Klicker hören dich nicht, wenn du singst. Können wir da können wir hoch, die Frage. Da können wir auch rein. Ich will ja alles erkunden, ne? Wir können sogar dahinter. Oha. Okay. Scheint mir ein Café oder sowas zu sein. Ach, da ist zugebrettert, zugenagelt. Ah, aber hier liegen Sachen rum. Sehr, sehr schön. Darauf hatte ich gehofft. Kann man das auch nehmen? Ne, das nimmt er irgendwie nie, ne? Okay. Sollten wir da reingehen oder sollten wir nicht da reingehen? Das ist jetzt die große Frage. Ellie, geh doch mal weg da. Tu doch mal, was ich dir sage. Ich kann aber zumindest nichts. Was ist das? Befehle zur Evakuierung von der Federal Disaster Response Agency. Fedra. Hört sich an wie Peter. Also nicht Peter, sondern Petra, oder wie heißen die? Ist das hier alles zu ruhig, ehrlich gesagt? Schade, sonst ist im Ofen immer irgendwie ein Päckchen Munition oder so, also zumindest bei Resident Evil. Da war gerade was. Genau, greif mal links hinter dich. Ich hab's nicht gesehen, aber Hauptsache du greifst hin, das ist gut. So, war das das Einzige, was jetzt hier... Nein, halt, da war doch noch was. Aha.
Okay. Hier ist nichts mehr. Was machst du denn hier, Ellie? Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Jo. Kopf abschlagen ist jetzt nichts Dolles oder etwas, was Kinder unbedingt lernen sollten. Auch nicht in irgendwelchen Computerspielen oder so. Deswegen. Nee, das war hier, genau. Da können wir nicht rein. Boah, da können wir nochmal runter. Ach du Schande. Ellie, komm mit, das ist so weitläufig hier. Bei den Autos liegt auch nichts. Ist aber sehr, sehr geil gemacht, muss ich ja schon sagen. Ich finde es auch mega klasse, dass jetzt gerade zumindest mal ein paar Minuten Ruhe ist. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier... Befehl zur Evakuierung. ...noch hält. Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Tja. Ansichtssache, ne? Wenn man alles hat, ist das schon sehr hart, seine ganzen Sachen zurückzulassen. Also ich könnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was ich tun würde, wenn ich hier meine ganzen Bücher zurücklassen müsste. Ich meine, ein Drittel von meiner Wohnung besteht aus Büchern. Das war ich jetzt aber, oder? Ich habe immer noch so ein bisschen Schiss, dass hier gleich irgendwo was kommen könnte. Und dann sind überall diese Barrikaden und so. Und ich traue dem Braten. Oh, das war eine Sprengfalle. Oh, krass. Was ist das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Ja, dann passiert nichts, genau. Weil ich den ja noch nicht mal erlauschen konnte. Alter, das hat den richtig weggefetzt hier. Ich meine, gut, ist klar, ne? Hat er jetzt alles genommen? Ja, ne? Und ich voller Panik erstmal draufgeschossen? Na gut, ich habe die Sprengfalle natürlich nicht gesehen, ne? Aber wieso habe ich den nicht gehört? Das fand ich jetzt wirklich komisch. Da ist wieder so eine Sprengfalle. Kann man da drunter kriechen? Oh, was mit dem? Nein! Blöd Mann, du sollst die Sachen nehmen. Will kein Bogen schießen? Vermutlich schon. Heißt das jetzt, dass wir da durch müssen? Weil ich würde gerne vorne noch mal kurz gucken. Ah ja, 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 sieht so aus. Okay, weil da war nämlich vorne noch das Gebäude offen. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas, was wir einsammeln können. Also hier ist noch eine Sprengfalle, da gehe ich jetzt nicht durch. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nichts triggern, wenn wir jetzt hier rumlaufen. Ich bin jetzt selber so ein bisschen... Weil wir haben es auch nicht gesehen, ne? Das ist das Problem. Also wir konnten es nicht hören, sagen wir es mal so. Hinten ist eine Tür. Nicht, dass da jetzt gleich einer durchkommt.
Schallplatten wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Schallplatten-CDs, wenn man irgendwo sowas hätte. Andererseits, wenn die Klicker einen dadurch hören, wäre das natürlich schon scheiße. Elli, geh mir mal aus dem Weg raus. Ja, geh mal weg da. Ich bin der Ältere. Da ist auf jeden Fall noch was. Oh, da ist auch noch was. Ist hier auch noch was? Nee. Oh, die sind voll. Schade. Nicht, dass mir hier einer gleich aus dem Klo rausspringt oder so, ne? Ich kenne das ja von Resident Evil. Eine Schere, das ist gut. Aber Schere hatten wir. Ah, aber wir können... Ja, das können wir jetzt nicht herstellen. Aber wir können auf jeden Fall ein Messer nochmal herstellen. Das ist schon mal gut. Weil ich befürchte, dass wir extrem engen Platz haben. Ich merke schon, die Folge hier wird wohl ziemlich lange werden. Die verdammten Infizierten tauchen viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. Okay. So, das ist nur hier dieses kleine. Ih, da sind überall Maden dran. Okay. Da will ich auch gar nicht hingehen. Gut. Die Frage, ob wir jetzt tatsächlich die Tür noch machen sollen. Oder ob da jetzt irgendwas rausgeschossen kommt. Wir können die gar nicht machen. Hä? Okay, die scheint irgendwie zu sein. Na gut. Ich dachte gerade, da steht einer. Oh. Hier können wir nirgendwo rein. Hast du das gerade? Die ist, glaube ich, durch Wasser gelaufen, oder? Das habe ich sogar gehört. Okay, ja, ja. Jetzt verstehe ich auch, warum man links rum muss. Was steht denn da noch? Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Truck zu laden. Falls du ihn öffnen musst... Oh, oh, oh. Die Kombination... Moment... Blatt Papier erstmal rausholen. So, Safe, Truck, 5, 17, 21. Ein Safe in einen Truck. Aber hier sind alles keine Trucks, ne? Hier sind alles nur... ja, da, das sind nur die. Die Frage ist jetzt, können wir da unten drunter durch? Bin mir nicht sicher, aber es müsste eigentlich reichen von der Höhe her, oder? Wenn nicht, sind wir gleich tot. Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Da ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Ach so, die Leiter. Ja, klar, da waren wir ja eben auch schon. Das wissen wir doch schon. Komm her. So. Mit der hier kommen wir rüber. Dass irgendwas Fieses gleich kommt. Ich befürchte es wirklich. Dabei war das so eine schöne Folge bisher. Bis auf den einen Klicker. So, jetzt müssen wir erstmal kurz lauschen. Hier unten ist nichts, aber da können wir wahrscheinlich gar nicht runter. Hier oben sehe ich jetzt gerade auch nichts. Ach, da hinten ist ein Leit... Moment, da war doch gerade was. Ach, ein Bogen. Hey, sieh mal an. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Genau. Ja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Tragen. Ich will das aber nicht tragen, oder? Ich will einfach nur darüber, nehme ich mal an. Okay. Kann ich denn gleich irgendwas damit machen? Ja. Mit dem Bogen? Also, mein erster Gedanke ist ja, was ist denn... wenn ich einen Klicker begegne. Okay. Okay, oben kann ich nichts hören oder sehen oder wie auch immer. Ach, Moment. Ich muss das Brett mitnehmen. Ja, ich verstehe.
Ich muss das Brett mitnehmen, damit ich das hier drauflegen kann. Okay. Das ist ja doof, da muss ich das ja erstmal hier ranstellen. Ja, geh doch weiter runter. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst hier. So, Ellie. Achte mal drauf, dass das nicht umkippt hier, ne? Oh, hier hin. So. Ach, Ellie soll doch nicht runterkommen. Die soll sich das nicht angucken, die soll das festhalten. So nicht. Der starke Joel, ehrlich. Okay, wahrscheinlich ist es egal, wo wir es hinlegen. Wir müssen es nur einfach irgendwie verbinden, denke ich mal. So, es tut mir leid, es hat gerade geklingelt. Ich weiß auch nicht, warum die immer dann kommen müssen, wenn ich gerade was am Machen bin, also am Aufnehmen bin. Oh, was macht der jetzt? Oh! Oh! Aber er hat den Bogen in der Hand. Wir haben aber nur 2 Schuss, oder? Scheiße. So. Halte LT gedrückt, um deinen Bogen zu spannen. Ja, der spannt aber gar nicht. Ja, komm schon. RT muss man gedrückt halten. Okay. War jetzt aber gar nicht so schlecht. War jetzt aber wirklich nicht schlecht. Eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Okay, hört sich ja nicht so... Oh, ich wollte eigentlich noch nicht runtergehen. Ich wollte erstmal lauschen, aber gut, geh einfach runter. Kein Problem, Joel. So, können wir die Pfeile zu... Ah, geil, die können wir sogar zurückholen. Zumindest den einen, der mitten rein ist. Den anderen hat er wahrscheinlich kaputt gemacht oder so. Oder der ist automatisch kaputt gegangen, das weiß ich natürlich nicht. Okay. Ist hier noch irgendwo einer? Weil gerade Klicker, ne? Das ist... Da hinten müssen wir hin, ne? Wo es das so raucht. Hier unten ist aber anscheinend nichts. So. Ja, geh einfach runter. Kein Thema. Sprengfalle. Sprengfalle. Ist das das Geräusch von der Sprengfalle? Kann man die sonst hören? Das wäre natürlich cool. Ich gucke hier nochmal kurz, ob da was ist. Ja, das scheint die zu sein, ne? Geh runter, Ellie. Ellie macht mir Sorgen. Ellie achtet nicht drauf. Boah, ich dachte gerade schon, ne? Ellie geht einfach lalala. Ja. Oh ja, ich höre wirklich was. Also da hinten ist einer die ganze Zeit am Gegenklopfen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir, bevor da vielleicht noch irgendwas eingeleitet wird, den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.